ist ja universell einsetzbar für ihr Schweriner Team. Ja, da ist sie auf dem Feld. Und so wie es aussieht, soll sie wohl sogar in der Mitte spielen. Oh, da ist sie auch schon gleich so richtig heiß im Spiel. Zwei Blocks. Nadja Schaus macht den ersten Punkt für ihr Team. Optimaler Einstand. Alles richtig gemacht vom Trainer. Nadja Schaus kam aus Wiesbaden, dem Club, von dem es wieder keine allzu guten Neuigkeiten gibt. Dazu vielleicht in der nächsten Auszeit mehr. Hand war drunter, Denise Hanke, klasse Abwehr. Und Patricia Thormann, einbeinig, Longline, macht den Punkt, toll. Super Aktionen jetzt von Schwerin. Erst Denise Hanke mit dieser super Abwehraktion macht sich ganz lang und kriegt die Hände gerade noch oder die Hand, die Finger gerade noch so unter den Ball. Und dann Patricia Thormann über die Position 2. Jetzt wieder die Zuspielerin Hanke mit dem Sprungaufschlag. Er war sehr kurz, sehr schnell gespielt von Linda Helterhoff. Hat wohl Friederike Thiemer auch nicht ganz mitgerechnet. Bleibt hier nichts anderes übrig, als in den Block zu schlagen. Aber das auch noch relativ fest. Und eine schnelle 3:0-Führung für Schwerin. Auszeit von Alexander Weibel. Dann spielt ein bisschen lang weg. Im Idealfall jetzt mit Franz, wenn die Annahme ein bisschen Richtung 2 ist, eher dann über 4. Wenn die Annahme zentral ist, dann auch nochmal über 4. Sehr lang weg. Dann spielst du gut. Ja, okay. Komm nach Mitte! Auch nochmal ganz kurz den Faden in Richtung Wiesbaden aufzunehmen. Da kommen Meldungen, dass der VCW vor der Insolvenz stehen könnte. Das Finanzloch offensichtlich größer als gedacht. Der neue Vorstand jetzt mit immer mehr Einblick und zeigt sich überrascht über die finanzielle Situation des Vereins. Heißt aber noch nichts endgültig, deswegen so viel nur als Zwischenstand. Wir bleiben hier beim Topspiel in Schwerin zwischen dem Schweriner SC und dem Dresdner SC. Die Hauptstädter aus MacPom gegen die Hauptstädter aus Sachsen. Klasse Angriff von Julia Retzlaff. Aber auch schön freigespielt von Denise Hanke. Wollen wir den Anteil des Zuspielers an so einem Punkt nicht vergessen. Wieder ist die Hand runter, diesmal Wendula Adlerova. Und Missverständnis. Ja, gut gelegt. Dieser Ball genau an die Nahtstelle zwischen Abwehr und der sich nach vorne bewegenden Läuferin, der Zuspielerin. Und dann verlässt sich eine auf die andere. Der Ball fällt runter. Zum ersten Mal so eine hohe Führung. 5-1, das ging schnell für Schwerin. Ärgert sie sich jetzt sicherlich, Julia Retzlaff. War vielleicht etwas überrascht von diesem Hinterfeldangriff, dass er ihr galt. War auch nicht optimal zugespielt. Toller Ballwechsel. Klasse Match hier.
zwischen diesen beiden Top-Teams in der Frauen-Bundesliga. Alles live auf CPM24TV. Saskia Hipp hat alles versucht, mit einem langen Lob auf die Eins, mit einem kurzen an den Block. Immer wieder die Abwehr von Schwerin erfolgreich, aber dann doch der Punkt für Dresden. Überall und Grit Müller versucht wieder den Block anzuschlagen, diesmal trifft sie ihn aber nicht. Und Saskia Hippe ist da überall. Nach dieser Abwehr von Linda Helterhoff bringt sie den Ball ganz hoch in die Mitte. Grit Müller versucht irgendwas, aber keine Hand im Weg. Gelbe mit Glück. Voll rein in den Doppelblock. Aber knapp ins Aus. Ein Pfiff. Und jetzt gibt es wieder Ärger. Alexander Weibel versteht es nicht. Bin mir auch nicht sicher. Auf Schweriner Seite ist das zweimal nicht abgepfiffen worden. Jetzt bei Dresden schon. Der Ball soll auf dem Boden gewesen sein. Schwierige Sache, enge Entscheidung. Und hier Nadja Schaus wieder draußen. Geht es wohl doch nicht so gut mit dem Ellbogen. Annahmeprobleme. Friederike Thieme. Und jetzt der Dankeball Schwerin. Nein. David Kaufeld kann sich nicht durchsetzen. Block im Netz. Punkt Dresden. Weiter geht's, kommt bei den Mosaikier. Wir kaufen den Rücken von hier. Entschieden ist entschieden. Sieben von vier Schwerin aus Frankfurt. So, Saskia. Bitte. Dresden ist safe. Aufgepasst jetzt hier. Nochmal der gleiche Ball und wieder hat Berit Kaufeld kaum eine Möglichkeit. Der Block steht gut auf Dresdner Seite und die Führung schmilzt. Nicht fassen. Ja, da hatten sie wirklich viele Möglichkeiten, die Dresdnerinnen. Den hätten sie machen müssen. Mal gucken, ob das einer für die Moral war. Das war auch noch einer zum 8:5. Klasse Aktion. Wirklich. Schwerin gibt diesen Ball nicht verloren und Dresden kann den Punkt am Ende nicht machen. Ganz bitter dieser letzte Angriff in den Block. Das geht aufs Gemüt. Aufbauarbeit bleiben. Viele Angriffe gehen wieder über Saskia Hippe. Enormes Pensum bei ihr. Macht kaum Fehler. An ihr hat es jetzt nicht gelegen. Mal schauen, wie sich dieser Punkt auf das Match auswirkt. Im Endeffekt wirklich Glück für Dresden, dass eine Auszeit gefolgt hat. Jetzt können sie sich ein bisschen sammeln und Schwerin kommt ein bisschen aus dem Rhythmus. Mal gucken, ob sie da noch anknüpfen können. Es bleibt spannend.
Dresden holt sich das Aufschlagrecht zurück. Ja, Annahmeproblem in Schwerin. Dresdner Block steht. Und Dresden ist dran. Und was haben wir jetzt überhaupt noch? Hat es nicht gestimmt zwischen Zuspiel und Angriff. Der Kaufmann ist zu früh gesprungen. Auch den Lob erreicht sie nicht mehr, kann ihn nur noch ins Auslegen. Und der Ausgleich für Dresden ist da. Dresden. Es geht direkt Kaufeld und für sie kommt Anja Brandt. Nadja Schaus auch wieder im Spiel. War dann doch nur im turnusmäßigen Wechsel mit ihrem Libero draußen. Und Saskia Hippe. Linienrichter zeigt. Ball gut. Hippe macht den Punkt. Auszeit 9 zu 9, wo seid ihr? Ah, da wird, das ist nicht zu glauben. Patricia Thormann beim Flüchten erwischt. Sie aus der Annahme herausgehalten. Annahmespielerinnen lassen den Ball vorbeigehen, wollen ihn jetzt ausfliegen lassen und Patricia Thormann berührt ihn. Nichts zu machen. Asmelo drückt den Ball zurück. Gewinnt das Blockduell. Und eine Serie des DSC führt zur 11 zu 9 Führung. 11 zu 9. Er hat gepasst. Danke, auf Schaus. Berin kommt wieder ran. 10 zu 11. So sind wir es gewöhnt. So laufen hier die Sätze. Seit 19 Uhr ab. Ein Team kann sich entscheidend absetzen. Der Linienrichter zeigt aus. Glück für Saskia Hippe, die doch versucht hat, den Ball zu erreichen und auch fast noch dran war. Aber er wird ausgegeben vom Block. Glück für Dresden, 12 zu 10. Und der war gut. Julia Retzlaff, Kapitänin in Schwerin, testet den Doppelblock auf Dresdner Seite. Die schaffen es aber. Klasse Block. Der war zu. Ja, leichtes Kopfschütteln beim Fanclub. Jetzt dann doch 3 Punkte Führung für die Gäste.